beginnt früh. Um kurz vor 7 treffen wir die beiden wieder. Es hat geregnet, die Temperatur ist auf 3 Grad Celsius gesunken. Diese Nacht hat sogar den hartgesottenen Ausbilder geschafft. Also die Nacht geht auf jeden Fall in die echt harten Nächte ein. Also einmal habe ich Feuer gefangen, weil es einfach zu kalt war und ich bin zu nah ans Feuer. Dann hat der ganze Pulli gebrannt, dann hat mal die Hose gebrannt. Doch es muss weitergehen. Und so machen sich Azubi und Meister auf, ihren Weg fortzusetzen. Denn Heiko hat noch eine weitere schwere Prüfung für Tobi vorbereitet. Nach der kräftezehrenden Nacht soll er sich jetzt abseilen. Und das von einer 50 Meter hohen nassen Felswand. Auch das gehört zu den Grundkenntnissen, die er haben muss, um internationale Expeditionen zu leiten. Er hat keinen Gurt, sondern nur ein einfaches Seil. Damit muss mit einer speziellen Knotentechnik ein Geschirr konstruiert werden. An diesem Knoten hängt jetzt sein Leben. Das wird ziemlich einschneiden und es macht schon ein bisschen ein mulmiges Gefühl auch, weil also ich bin es zwar gewohnt, mich auch aus so großer Höhe auch abzuseilen und so, aber halt nur mit Gurt. Und jetzt dieses hier ist echt nochmal was ganz Neues. Auf dem Gipfel pfeift der Wind mit 80 Stundenkilometern. Tobi hat nichts getrunken, kaum etwas gegessen. Wie soll er diesen Kraftakt jetzt meistern? Doch er wagt es und steigt in die Wand. Der Felsen ist so glatt, dass Tobi zwischendurch immer wieder wegrutscht. Doch schließlich kommt er heil unten an. Er hat die letzte Hürde genommen. Ja, super genial. Also ich bin absolut begeistert, also da noch in dieser Konzentration drin zu bleiben und wirklich noch festzuhalten. Also meine Hände gehen kaum mehr zu. Nach allen Strapazen der letzten Tage hat es Tobi dann endlich geschafft. Erschöpft, aber glücklich. War echt anstrengend, also wirklich an Grenzen oder über Grenzen, also echt härter als was eigentlich alles, was ich bisher gemacht habe. Was mich am meisten beeindruckt hat, das ist einfach dieses Beißen, also dich durchbeißen und dann auch zu sagen, okay, mach mir noch mehr Holz, und das hat mir sehr gut gefallen. Also davon gibt es vielleicht von 200.000 einen, und der bist du. Als nächstes steht das Aufspüren und Jagen von Tieren auf dem Ausbildungsplan. Doch darüber will Tobi jetzt noch nicht nachdenken.